Dann würde ich gerne auf dein Hauptziel zu sprechen kommen. Du hast ja das Periodensystem sehr gut eingeteilt und du deutest im Seminar an, oder heute wurdest du auch so vorgestellt, dass du an einer ähnlichen Entwicklung bei den Pflanzen bist. Und kannst du mir erzählen, wie weit du da bist, was du entwickelt hast, wie das System bei den Pflanzen ausschauen kann? Ich habe so den Gefühl, dass ich bei den Pflanzen so weit bin, wie ich mit das Buch Homöopathie und Minerale war, mit das mineralische Reich. So halbweg irgendwo. Ich habe so einige Sachen verstanden, aber ich habe noch nicht ein Gesamtbild. Ja, so hier etwas, aber ich sehe noch nicht, wo das alles verbunden ist. Und was man sehen kann, und das bin ich bereits mit angefangen in 96, dass Pflanzen Familien, Themen haben, Ähnlichkeiten haben. Zum Beispiel, wenn man die Familie von den Asteraceae sieht, dann haben sie allgemein das Thema von verwundt zu sein, Traumen zu haben, Verwundet. ja, verwundet, und dass ihr Körper, ihre Integrität eigentlich verletzt ist. Darum haben sie auch fast alle Blutungen, ja, weil das ist eine Verletzung und dann fängt es an zu blüten. Das kennen wir bereits von vielen von diesen Mitteln wie Arnika und Calendula, aber wenn man richtig guckt, dann haben sie das eigentlich alle. So, das Thema ist dann eigentlich ziemlich ähnlich mit den von den Lanthaniden. Und dann habe ich auch so Bücher gemacht von Analysen von Pflanzen, chemische Analysen. Und dann kam es heraus, dass die Asteraceae auch ziemlich hoch sind in Lanthaniden. Und dann sieht man, dass es eigentlich ein Gesamtthema ist. Die Lanthaniden sind in die Asteraceae rein und die haben ein ähnliches Thema. Die Verletzung, den Nicht-Schätzen von der Integrität. Und darum haben sie auch beide, was die Lanthaniden auch haben, eine Abneigung gegen Ärzte. Das hat Arnika auch. In Arnika ist das Ja, klar. bekannt. Ja? Sagte, ich bin gesund, ich benötige keinen Doktor, ja? Und der Grund ist, ich will keiner, der mich verletzt, weil ich bin bereits verletzt. Lass mich in Ruhe, mein Körper kann es selbst besser. Aber wie kann ich das verstehen? Im Periodensystem haben wir die menschlichen Entwicklungsschritte von der Kindheit bis zu dem Tod. Das sind die sieben Reihen. Wie kann ich dieses System bei den Pflanzen verstehen? Weil es gibt ganz viele Familien. Wo ist die Entwicklung? Also was man dann so nachvollziehen kann. Die Entwicklung sieht man dort auch, aber das Problem ist, es ist mehr kompliziert. Es ist nicht so eindeutig ein Problem, aber mehr verschiedene Probleme, die miteinander verknüpft sind. Darum ist es auch so, dass eine Pflanze mehrere Hinsichten hat auf sein Problem. Im mineralischen Reich sieht man oft, das ist ein eindeutiges Problem, einfach strukturiert. Und wenn Sie das so erzählen, ist es auch immer das gleiche Thema, das zurückkommt. Bei den Pflanzen gibt es dann immer andere Seiten und sie erzählen dann auch, sie kommen von einem Problem auf das andere, wodurch es sieht, als ob das nicht strukturiert ist. Aber es ist doch strukturiert, aber auf eine andere Weise. So, das Komplexe macht, dass man viele mehr Arten von Kombinationen machen kann. Und darum gibt es auch viel mehr Pflanzen, als es Mineralien gibt. Pflanzen sind viel, viel komplexer auch zum Erkennen. Spielt es dann bei deinen Analysen auch eine Rolle, was die Pflanze für Inhaltsstoffe hat? Also zum Beispiel die chemischen Ich Inhaltsstoffe. versuche alles zu gebrauchen. Okay. Die Also du gebaust die Inhaltsstoffe, Familien, die Inhaltsstoffe. die Klassifikation ist sehr wichtig, weil die ist da und ist gegeben von der Natur, ja, ist nicht von nichts da. Genau. Das ist das Gleiche wie das Periodensystem. Wir müssen erstmal anfangen, was die Strukturen, die Klassifikation ist in die Natur. Weil wenn das ähnlich ist, ich habe das auch schon beschrieben, zum Beispiel mit den Solanaceae, die sehen ähnlich aus, die Nachtschatten. Ja, aber sie in eine Familie gesetzt, das ist bereits eine sehr alte Familie, alt im Sinne, alt entdeckt, weil die Ähnlichkeit war überdeutlich. Und dann später auch herausgefunden, dass die Inhaltsstoffe auch ziemlich ähnlich sind, wie Hyoscine und Solanin und so weiter und Scopolamin. So ähnliche Pflanzen haben dann auch ähnliche Inhaltsstoffe.
In meinem Buch von Mineralien in Pflanzen habe ich auch herausgefunden, dass sie sehr oft hoch sind in Lithiumgehalt. So sieht man auch eine Ähnlichkeit in diesen Richtungen und auch eine Verknüpfung mit das Baryonsystem. Wenn man richtig guckt und Lithium kennt, dann sieht man auch, dass vieles von das Lithium-Thema auch bei den Solanaceae da ist. Ja? Okay. Sehr impulsiv und sehr ja, nur tun, ja? Aber auch etwas Kindliches darin. Ja? So das Lithium-Thema und auch das Psychotische, was dabei ist, manisch-depressive, das finden wir auch auf eine andere Art, auch bei den Solanaceae. Wenn man dann in die chemischen Stoffe, die haben auch eine ähnliche Wirkung, ja? Scopolamine und Hyoscine geben eine Ähnlichkeit wie die Pflanzen, wenn man das gibt dann heute. Ja? Und später haben wir auch herausgefunden, dass das DNA dann auch ähnlich ist. So sieht man dann, dass die Ähnlichkeit in äußerliches Form leidet zu Ähnlichkeit in Inhaltsstoffe, Ähnlichkeit in mineralische Stoffe, Ähnlichkeit in DNA und Ähnlichkeit in Wirkung auf Menschen.